Es geht hier weiter. Und wir kommen hier. Wir sind hier irgendwo in der Wüste oder so. Warum tut sie sowas? Aber er ist zur Legende geworden. Du bist schon der Hund. Seid mir ein bisschen zu laut. Ich hab die Kaplanin neulich gefragt. Ja, ja, alle quatschen immer. Ja. Haben Sie Maschinen gezählt? Da war. Und wie war die? Da ist auch noch was. Ich muss mir von einem Kaplan nicht sagen. Hört zu, ohne Herzen kriegen wir kein Wasser. Dann sterben alle. Ah, ich glaube, das ist das. Ich gehe zurück zu dem Pferchen. Ich nehme die Maschinen selber aus. Das waren Maschinen? Eine Ostländerin mit blutroten Haaren. Ostländer? Die Fremde, die das Bollwerk niedergerissen hat. Du hast also Regala getötet. Was ist los? Sie gehörte zu uns. Hey. Ich heiße Aloy und ich bin nicht auf Ärger aus. Hm, vielleicht könnten wir aber Ärger brauchen. Meine Leute ernten da draußen eine große Herde. Wir sammeln die Herzen, schicken sie in die Hauptstadt, werden in Wasser bezahlt. Es wird jedes Jahr schwieriger. Tödliche Maschinen verteidigen die Herde. Der letzte Angriff kam, als wir die Herde einpferchten. Sind fast alle draufgegangen. Aber unsere Beute ist noch in dem Pferchen. Also kann ich ihre Herzen gegen das Wasser eintauschen, das wir brauchen. Wenn du alleine da rausgehst, wirst du umgebracht, Drakkar. Ich gehe nicht allein, Kaplan. Die große Streiterbezwingerin kommt mit. Vielleicht beantwortest du mir erst ein paar Fragen. Mhm. Du hast gesagt, die Hauptstadt gibt euch Wasser. Sie gibt nicht. Wir zahlen Maschinenteile als Tribut. Herzen sind am wertvollsten. Alle anderen Wüstendörfer handeln mit Rohstoffen. Doch die Hauptstadt von Brennspeer ist die einzige mit dauerhafter Wasserversorgung. Hier im Trockenland ist das, als würden sie über Leben und Tod entscheiden. So ist der Lauf der Wüste. So haben wir immer überlebt. Ja. Bis heute. Klingt, als würdest du deine Kommandantin nicht mögen. Um in der Wüste zu überleben, muss man disziplinierter sein als andere Clans. Also mag sie Recht und Ordnung gern. Aber du nicht. Ihre Auffassung nicht. Das ist Befehlsverweigerung. Muss dehydriert sein. Okay. Du bist ein Kaplan, wie Decker. Hast du Decker getroffen? Als ich noch einen Trupp hatte, waren ihre Klingen etwas Besonderes. Und während sie jetzt die Tiefländer berät, berate ich den Wüstenclan. Diejenigen, die mein Alter erreichen, sollen ihre Weisheit mit den Jungen teilen. Sollen sie auf dem Pfad des Kriegers halten, wenn er von ihrer großen Sturheit verdeckt wird. Es geht doch gar nicht. Wenn der eine das Alter von dem erreichen soll, dann wird er doch auch älter. Hä? Hey. Was weißt du sonst noch über die Herde? Ist schon seit Jahren da. Wir sammeln nur die Teile, die wir brauchen. Nichts weiter. Es tauchen immer neue Maschinen auf, die unsere Beute ersetzen. Was ist mit den Killermaschinen, die du erwähnt hast? Sie bewachen die Herde. Je mehr wir töten, desto mehr werden sie. Anfangs Sägezähne, dann Verwüster. Jetzt ein verdammter Donnerkiefer. Er griff uns an, als wir die Herde einpferchten. Ich musste die Hälfte meiner Jäger zurücklassen. Nur die hier haben überlebt. Ja. Du bist nicht wütend, weil ich Regala tötete? Du hast sie in einem rituellen Kampf besiegt. Sie ist als Kriegerin gestorben. Kein Ternakt kann Besseres erwarten. Ich würde von ihren Anhängern jedoch keine freundliche Begrüßung erwarten. Ich helfe dir, die eingepferchten Maschinen zu ernten. Vermutlich solltest du das nicht allein machen. Dein Dorf scheint dich gerade zu brauchen. Ich mag sie. Eine Fremde nach meinem Herzen. Wir können jetzt gehen oder uns an dem Außenposten im Südosten treffen. Na komm. Ich gehe mit dir. In Ordnung. Gehen wir zur südöstlichen Schlucht. Mögen dich die Zehen beschützen. Ich warte auf dich und erstatte der Hauptstadt Bericht. Ja, tu das. Hier lang. Je schneller wir diese Herzen haben, desto schneller bekommen wir Wasser. Fremde, ich biete dir einen ehrbaren Handel an. Was ist da? Hast du eine Belohnung für mich erwähnt? Das muss nicht sein. Regala war zu weit gegangen. Die Schlacht hätte mich und meinen Partner Sosek fast umgebracht.
Im Kampf war ich von Rebellen umzingelt, als ich eine Maschine sah, die ihn niederschlagen wollte. Dann fiel die Bombe vom Himmel und er war gerettet. Wie wir alle. Ich kann dir deine Taten nicht angemessen vergelten, aber ich kann dir etwas anbieten. Das musst du wirklich nicht. Ich weiß, Ehre ist für jeden Krieger Bezahlung genug. Doch mit Grünglanz kann man Klingen kaufen. Ich habe ein geheimes Versteck in einer Höhle in einem Berg im Südwesten entdeckt, direkt am Rande der Wüste. Ich glaube, da waren wir schon. Es wird von Maschinen bewacht. Doch wenn du einfliegen und sie bombardieren kannst, kannst du den Grünglanz für dich haben. Vielleicht versuche ich das. Soll ich dir etwas von dort mitbringen? Nein, nein. Das ist für dich. Alles. Als Dank dafür, dass du Soseks Leben gerettet hast. Wenn ich nur sehen könnte, wie du vom Himmel kommst und es dir nimmst. Ja. Eine Menge Grünglanz wäre praktisch. So ein Auftrag, ne? Ja. Scheint, als müsste ich da hochfliegen. Und eine Bombe von einem Horus würde mit den Maschinen sicherlich helfen. Warte mal. Ja. Das ist genau die Stufe 17. Wir sind 43. Alles klar. Haben wir denn hier irgendwie was mal upgraden können? Nee, das wollte ich auch. So, müssen wir noch. Nehmen wir das da. Müssen wir auch das nehmen. Hala. Ja. Okay. Ein ehrbarer Handel ist ein ehrbarer Handel. Ich sterbe nicht. Wir sind ein Ticker. Du hast den Clan Land gebracht. Achso, das ist er. Vielleicht kannst du kommen. Ja, ja. Und ich dachte schon, du hättest mich unglaublich, dass eine Fremde uns hilft, unser eigener Clan aber nicht. Und Yetaka wagt es mir zu sagen, dass die Kommandantin einen guten Grund hat, streng mit Wasser zu sein. Die glaubst du das nicht? Ich glaube, dass sie immer über die Wasserknappheit in der Wüste redet. Aber verdurstet irgendwer in Brennspeer? Oder ihr eigener Trupp? Nein! Ich glaube, sie waschen sich damit die Hände. Unser Clan sollte von jemandem angeführt werden, der sich mit Mangel auskennt. Der weiß, wie man ums Überleben kämpft. Ich vermute, du meinst dich selber. Ich lebe seit jeher am Rande der Wüste. Ich habe um jeden Schluck Wasser in meinem Leben gekämpft. Ich weiß, dass ich der bessere Kämpfer bin. Und ich bin hübscher. Aha. Ich würde dafür sorgen, dass alle genug Wasser haben, egal aus welchem Dorf. Hat Yetaka nicht gesagt, dass ihr ohnehin zu wenig habt? Da würde mir schon was einfallen. Es gibt immer eine Möglichkeit. So kann man das Ganze auch sehen. Da ist es. Ich brauche mehr Munition. Mir nach. Bitte entschuldige das Durcheinander. Unsere Soldaten bereiten sich hier darauf vor, die Maschinen in die Schlucht zu treiben. Du darfst dir alle Vorräte nehmen, die du findest. Was gäbe ich für eine kühle Brise? Danke. Das ist ja alles voll. Na also, dann mal los. Was hat eine Nora dann im verbotenen Westen zu suchen? Wer sagt, dass ich nach etwas suche? Du bist ja wohl nicht nur der Aussicht wegen hier. Ich will etwas in Ordnung bringen. Verstehe. Gut, behalte deine Geheimnisse. Ich sollte wohl dankbar sein, dass du meine Probleme auch in Ordnung bringen willst. Wir sind da. Wie ich höre, machst du lauter Ärger. Beendest Rebellion, fliegst auf den Flügeln der Zehen. Ist mir zu helfen nicht zu langweilig? Ich ernte mit dir Maschinenherzen, wenn ihr so an Wasser kommt. Ja, tun wir. In diese Schlucht treiben wir die Maschinen. Dann kesseln wir sie ein und töten sie. Gut. Wir müssen über die Absperrung reinklettern. Sind wir drin? Sei kampfbereit. Dort sind gute Leute gestorben. Mal sehen, wie sich die Streiterbezwingerin schlägt. Du zuerst, ich folge.
Pass gut auf die Herzen auf. Ich nehme sie später. Naja, was man nicht alles dafür tut. Wir sollen jetzt Herzen von den Maschinen holen. Also markieren. Frost bringt hier nichts. Die Maschine wurde für die Kälte geboren. Welche Sprengfallen brauchen wir? Okay, haben wir noch. Die Daten sind repariert. Ich kann jetzt Verwüster überbrücken. Okay, danke für die Info. Maschinen gezähmt? Du steckst voller Überraschung, was? Abschaum. So. Könntest du bitte die Maschinenherzen ernten? Ja, mal schon. Ach, hier war noch eine Waffe. Gut. Ich glaube, ich abgefallen, ne? War eine schnelle Sache. Aber mir war gerade nicht klar, dass wir den auch besiegen müssen, bevor die Zeit abläuft. Noch ein Reißhorn. Hier. Das sind alle Teile, die wir brauchen.
Ich sollte sie zu Draka bringen. Ja, warte mal. Da oben ist noch was, ne? Hab ich nicht gesehen. Wo ist er denn? Warum ist er da unten? Mögen die Flügel der Zehen dich heimtragen, Bruder. Ich hab die Herzen. Wir sollten nach Pfeilhand zurück. Ja, zumindest könnten wir die Soldaten bestatten. Moment, da wütende Maschinen kein Problem für dich sind. Ich will noch einmal zu dem Donnerkiefer zurück. Dort starben noch mehr Kämpfer. Ich lasse sie nicht dort. Sie verdienen auch eine Bestattung. Begleitest du mich? Geh voraus. Ja, moin. Gut, dass du dabei bist. Einfach ein Donnerkiefer. Warum denn nicht? Der will mich doch verarschen, ey. Ach der. Kommst du? Mein Gott. 10 Jahre später. Unfassbar, dass so viele sterben müssen. Für Wasser. Hast du mit deiner Kommandantin in Brennspeer gesprochen? Ach, bitte, die hört doch nur auf das Geräusch eines gespannten Bogens. Was das angeht, im Ernstfall wüsste ich deinen gerne auf meiner Seite. Bin nur auf der Durchreise, Draka. Den Versuch war's wert. Hier ist es, wo der Donnerkiefer meinen Trupp zerfetzt hat. Tut mir leid, Draka. Sie waren Krieger. Bis zum Ende. Ich will ja nie alle mitnehmen. Wir sollten loslegen. Da ist noch jemand am Leben. Bei den Felsen. Na. Der Boden. Vorsicht, der Boden. Was meinst du, Soldat? Gräber. Dann mal auf sie! Der Donnerkiefer ist zurück. Das wird heftig. Das ist echt gut, dass ich es sehe.
aus dem Meer. Was ist denn eigentlich dieser Explosivding? Naja. Das wird reichen. Ich sollte nach Draka und dem Soldaten sehen. Wow, was ist denn da hinten? Oh, Mensch, am Schwitzen. Ja. Wo war er überhaupt? Ich hab geglaubt, ich schaffe es nicht. Du hast dich gut geschlagen. Du gehst nach Hause. Dank ihr hier. Du warst es, der niemanden zurücklassen wollte. Ich weiß, ich schulde dir schon einiges, aber kannst du die Herzen nach Pfeilhand bringen? Wir kommen gleich nach. Na klar. Passt auf.
Mit dem Donnerkieferherzen bekommen wir genügend Wasser. Danke, Aloy. Haben wir hier irgendwo ein Feuer? Hinten erst. Na komm, wir sehen es dann. Schneid das, wir sehen es dann in Feierabend. War da. Ich sah dich auf den Flügeln der Zehen fliegen. Vielen Dank für die Unterstützung, Kaplan. Ich wäre nicht so alt geworden, ohne das Wissen, wie man Wunden versorgt. Ein schnelles Ende deinen Feinden. Aus dem Osten und flog auf den Flügeln der Zehen. Nein. Die Wüste hat noch nie so ihre Zehen gezeigt. Haare wie Blut. Neue Maschinen, die Feuer speien. Und so, du bist zurück. Da bin ich. Wo ist Draka? Nur etwas spät, Kaplan. Ich habe ein bisschen Gepäck mitgebracht. Sie hat die Maschinenherzen. Auch vom Donnerkiefer. Du hättest die Flamme sehen sollen. Hier. Zur Erinnerung an unseren ruhmreichen Aufstieg. Und was für ein Sieg. Das Kommando wird sehr erleichtert sein. Bring sie so schnell wie möglich nach Brennspeer. Und sag der Kommandantin, wie viele dafür starben. Jägerin, können wir reden? Ich hörte von deinen Taten am Hain. Es heißt, du benutzt nicht nur Bogen und Speer, sondern auch eine Art zweites Gesicht. Besonders, wenn es irgendwie um die Alten geht. So kann man es auch sagen. Es stimmt also. Du hast meinem Clan sehr geholfen. Aber unsere Probleme lassen sich nicht so leicht lösen, wie Draka meint. Dein zweites Gesicht ist genau das, was wir brauchen. Worum geht es denn genau? Nicht hier. Such mich in Brennspeer. Ich erkläre dir alles. Ich komme so bald wie möglich. Gut. Der ganze Clan braucht dich. Die nächste Quest. Fremde, möchtest du mit uns in Nacht handeln? Die wir noch haben. Das ist eine Questreihe. Ja. Selbst Maschinen und den Himmel. Stufe 44. Nice. Und schneller als ich dachte. Wollte nicht. Das ist hart. Da oben ist auch noch was. Dann klauen wir die einfach mal. Gesundheit. So. Aloy. Ein Aloy. Wie heißt die Quest? Die Wunde im Sand. Okay. Warum ist in der Wunde weniger Wasser? Oha, übertreibt halt. Mit diesen Rationen kommt... Warum wird die Wunde bewacht? Du kannst uns das Wasser nicht wegnehmen.
Die Wunde gibt weniger Wasser. Die Rationen sind angepasst. Was ist denn los? Wir kennen den Lauf der Wüste. Was hält uns davon ab, es uns einfach zu nehmen? Und jetzt? Will sich noch jemand beschweren? Wir sind der Wüstenclan. Wir überleben mit dem, was wir haben. Eure Kommandantin hält nicht viel vom Händchen halten. So machen wir das nicht. Und Sie schon gar nicht. Wollen wir? Klar. Bin gespannt. Okay. Sie gehört zu mir. Draka ist nicht der Einzige, der eure Kommandantin hart angeht. Die Wüste hat das Überleben in uns eingebrannt. Wir spucken auf den Tod und stürmen in den Kampf. Vielleicht etwas zu enthusiastisch. So, ich soll. Hey. So. Hallo. Es geht doch hoch, Opa. Und geht's ihm gut? Ich war froh, dass du dich um Regala gekümmert hast. Hätten wir mehr Soldaten wie die Nora, bräuchten wir uns nicht so zu fürchten. Auch wenn einige ihrer Anhänger ihre Niederlage nicht akzeptieren, in den Clanlanden gibt es immer Probleme. Erzählst du mir, mit was wir es nun zu tun haben? Das findest du bald raus. Okay.